und herzlich willkommen zurück zu Pixel Rose by the Magic. Nun, ich glaube, in dieser Folge schaffen wir jetzt wirklich das. Den Dungeon hier und ich würde sagen, komm, gehen wir in diesen Raum. Raum 7. Möge man uns beistehen. Nein, es strahlt. Ein verwunschenes Relikt und ein verletztes Anmelz. Ja, es ja, und schon. Oh, hat das Mikro gerade hier unten. Entschuldigung. Ja. Komm, dann hauen wir da noch drauf. Glaub, das mit dem Ding ist jetzt. Das mit dem Feuer hat jetzt. Mein Plan mit dem Feuer ist nicht ganz aufgegangen. Na, okay, ich hätte ihn holen sollen. Ach, egal. Ich schlag die Stau! Ja, da hat er recht, er ist tot. Oh, aber das verwegte Anglitz hat auch. Hat aber auch was Tolles. Ja. Okay, Gott. John ist verflucht. Ich glaube, ich habe zu viel vom Gronkh Let's Play gesehen. Nu, Chico. Oh, es war ja verflucht, die Trottel, aber zum Glück hat's geklappt. Und schlag mal sie tot! Ja! Okay. Rostige Haube der Neugier. Verfaulte Mütze der Kompression. Zwei Heiltränke! Zwei kleine. Okay, wir sind jetzt schon beim ersten Boss. Aber zuvor rüsten wir uns nochmal neu aus. Schau ich mal zu den Kappen. Ja, nun gegen Bluten. Oder was macht die andere? Ja, genau das gleiche. Dann kann ich die ihm geben. Da hat er eine bessere auf. Und dann kann ich genau die beiden Kappen, die wir gerade gekriegt haben, wieder wegwerfen. Und los. Zum Boss. Wagen wir es. Oh. Ich bin so alt wie die Erde selbst. Verdammt sei, wer den Tempel betritt. Werdet wieder eins mit der Erde. Wenn ich euch zerschmettere. Okay. Ich hoffe, das hat irgendwie was Tolles jetzt. Ja. Nicht so toll. Oh, wir sehen nicht mal, wie viel Schaden hat. Nein, der kann stunnen. Jetzt ist Chico gestunt. Ja, dann müssen wir wieder rausholen aus der Betäubung. Wow, jetzt wird schon wieder der nächste gestunt. Oder auch nicht. Nein, jetzt mein Chico wieder hoch. Nein, hoffentlich ist es nicht. Oh, schon wieder gestunt. Das ist echt übel mit dem Betäuben. Schön, jetzt sind wir auch noch weich. Heilen wir uns erstmal, ich glaube, das wird jetzt nicht so gut verlaufen, oder? Ja, Mann! Schlagen wir rein. 15, wow. Sehr effektiv das Ganze, was ich hier gerade mache. Nein, Chico ist sofort, er greift sich selber, nein! Nein, er ist tot, er ist so gut wie tot. Und wenn der Boss jetzt nicht dumm ist, greift er noch Chico an, ja. War klar. Ja, Chico ist fast tot. Ah, man kann ihn jetzt angreifen. Ah, okay. Ich glaube, Chico wird sterben. Auf der Deckel schlag! Ah, ein Hitpoint! Ist es knapp gewesen? Ein Hitpoint! Ein einziger! Dann befreien wir Chico. Oh, man braucht eindeutig eine Party. So wie die. Ich bin gerade echt die ganze Zeit nur noch am Heilen und ah, die sind gestunt, die sind ja gestunt. Nein.
Okay, ich glaube, ich werde jetzt schon beim ersten Boss verlieren. Das wäre jetzt nicht ganz so praktisch. Der ist so nervig mit seinem ständigen Stun. Schlag mal. Komm, schlag besser rein. Ah, schlag ihn jetzt halt. So. 21. Ja. Ist wirklich toll. Ah, jetzt ist Rufus schon wieder fast tot. So, nun mal. Oh nein, Chico, überlebt. Oh. Komm, schlag mal drauf. Ich glaube, Chico wird sterben. Kacke. Nein, gut, er heilt sich. Ah, oh, das sieht für alle krass so übelst schlecht aus. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ja, jetzt gibt's hier nur einen Schaden. Ah, nein! Schon wieder! Komm, ich bin jetzt gerade die ganze Zeit noch am Heilen. Na, ah, alle sind gestunt. Ist ja nicht mehr hart. Komm, jetzt stirb! Sind alle wieder fast tot. Okay, jetzt, einer von denen wird sterben. Nein, überlebt. Ja! Nein, er kann sie hier nicht. Nein, okay, ich glaube, Rufus ist tot, nein, er ist tot. Dom, Glocka. Oh, der Tod kommt. Nein, schon der erste Tod. Wir dürfen jetzt nicht schon im ersten Dungeon verlieren. Nein, Kies, ist echt schlecht gerade. Nein! Halte ich nochmal hoch. Das waren eigentlich seine Skills. 66 physisch und 20% Blut und der wird immun gegen Bluten sein. Na, schlage ich lieber damit zu. 1. Wow. Okay, ihr seid echt dumm. Ihn wieder hoch. Mann. Nun gegen den Fall, das läuft gerade echt ziemlich kacke. Dann machen wir es mal so. Okay. Das läuft gerade echt schlecht. Ein Ruf ist tot. Oh nein, wir müssen ja den Heimweg noch überleben. Auch noch. Nein. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Nein. Komm, stirb. Ah, John, nein. Ich glaube, John wird jetzt sterben. Ohne John ist Chico auch tot. Ja. Gerade noch Glück gehabt. Nein. John ist tot. John ist tot. Na. Ein Hitpoint. Scheiße, ist verwirrt. Nein. Nein! Nimm meine Seele. Nein, John ist tot. Nein, okay. Wir haben keine Chance mehr. Ich bin jetzt im ersten Dungeon verloren. Ja, geh ich. Muss eine bessere Gruppe, glaube ich, suchen einfach. Das gibt's doch nicht. Nein. Vor allem, wir können jetzt auch nicht heilen oder so. Das ist echt mies. Und der. Na, jetzt ist. Na, 8 Leben und was kann er? Beißen und ne, bringt alles nichts. Komm, schlag rein. Ich würde jetzt so gerne nur was trinken, aber alle tot. Nein, die Runde hat schon jetzt verloren. Im ersten Dungeon. Nein. K.
Okay, der Boss war einfach zu hart. Mist. Schande. Erfolg freigespielt. Willkommen bei Pixie Heroes. Verliere zum ersten Mal alle drei Helden. Yeah. Ein Grab liegt hier. RIP, 18. März 2015. John, Mensch, Priester, Level 3. Erlitten? Wow. Okay, ist nicht wirklich so viel. Wow, Chico hat am meisten erlitten. Aber dafür hat er auch am meisten ausgeteilt. Er hat natürlich als einzigster geheilt. Okay, Kampf Nummer 7. Okay. Ja, schade. Gehen wir mal zurück. Okay, dann... Komm, probieren wir es nochmal. Fools of Radiance. Kampagne 1, schwer. Willkommen. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Gentile, Mensch, Jäger. Als er aufwuchs, hat er nie einen Tag in der Kirche verpasst. Plus Glaube. Er hat letztens ein paar Gewichtige plus Stärke. Er liebt getrocknete Pilze. Er hat mal einen Streit mit pinken Äxten. Er fühlt sich sexuell angezogen von zarten Zwiebeln. Er wird launisch, wenn er nicht täglich seine leckere Avocado bekommt. Betäubungspfeil. Ziel 1 bis 3. 37 physisch. Verursacht 100%. Stun. Giftbolzen. Okay, Ziel 1 bis 3, 37 physisch, wo du sagst, ja, okay. Zurück. Würfen wir mal neu. Ja, ist jetzt auch nicht viel besser. Können wir hier Cronen? Können wir wieder einen Barbaren anheuern? Wer ist das? Vija, Mensch, Zauberin. Okay. Eins löste sie eine Debatte durch Postulieren der dritten Dimension aus. Plus Intelligenz. Gestern hat sie ein paar Liegestütze gemacht. Plus Stärke. Ihre Lieblingsbands sind die salzigen Pfannkuchen. Sie hatte mal einen Streit mit großen Kühen. Wenn sie einsam ist, lädt sie ihr Blutbeflecktes Tuch zu einer Teeparty ein. Sie liebt salzige Nudeln. Ich glaube, die hören wir auch an. Ich glaube, wir nehmen ihn. Sie. Und so ein Typ mit Chico, also Kini, also so ein Wolfsreiter würde ich nicht mehr nehmen. Das ist ein Abenteuer. Okay, Jim. Sein erstes Wort war Ambivalenz plus Intelligenz. Er hat gestern einfach nur so ein leerstehendes Feld gefühlt plus Stärke. Er glaubt, Sterblichkeit sei eine Verschwörung von haarigen Einhörnern. Er ist berühmt dafür, ein herzhaftes Rindersteak in einem Duell besiegt zu haben. Wegen seiner Kindheit verbindet er schöne Gürtel mit Gravitation. Er wird von uralten Landstraßen seltsam erregt. Ja, okay. Leichte Heilung. Ziel 1 Feld, 22 Heilung. Naja. Und Orb von Orb. Ziel 1 bis 3, 20 magisch. Ein einfacher Zauber für Einsteiger. Können wir nicht den Barmann mitnehmen? Okay. Sagen wir, hören wir den wieder an. Cronan. Das zweite ist vielleicht den. Entweder den oder den. Leben 3, Stärke 3, Dexterity 2, Intelligenz, also 3-3-2-2-2. 3-3-4-1-1. Ja, okay. Dann holen wir den als zweiten an. Und welchen nehmen wir, glaube ich? Ja, okay, die kann halt ein bisschen heilen. Ja, klingt ganz gut. Und was kann der? Okay, ist aber auch ganz gut. Flitscher. Ja, okay, gibt
ein bisschen Stärke, Dexterity, aber ist vor allem auf Intelligenz. Ja. Zurück. Ja, danke. Also nehmen wir jetzt Vega. Oder so, jetzt aber, danke. Okay. Irgendwie laggt es gerade. Ja. Und holen wir die noch an. Komm, geh mal. Ja, okay, den Anfang kennen wir ja jetzt schon. Die Band ist aber auch voll, ich finde die Band so witzig. Ja, und jetzt kommt wieder unser Haribär. Ja, wir wissen ja, die Welt geht unter, bla bla bla. Wir kennen es, wir haben ja schon mal verloren. Ja, und jetzt würde ich hier in dieser schönen Stadt einfach mal dann sagen. Auf Wiedersehen sagen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.